glaube, du bist tot. Echt? Kann man sich nicht vielleicht ganz an denen vorbeischleichen? Obwohl da sind so viele. Ne? Keine Ahnung, ich hoff's. Weil unten sind zwei, rechts waren auch nochmal zwei, da kommen nochmal welche. Was zum Teufel? Sieh ich da drüben! Gar nicht. Wunder, ich mit einem Schuss habe ich schon einen Platz gemacht. Ja, daneben getroffen. Wo zielte der denn hin? Noch zwei jetzt gesehen, wenn ich richtig verguckt. Drei meine ich. Den Busch haben sie da auch scheiße gepflanzt. Läuft doch mal so schnell. Ausweichen können sie. Ich abfackel! Ist weggerannt. Ja, ohne Scheiß. Drei Schuss, der rennt weg. Scheiße. Ich werde dich erledigen, du Dreck. Hallo? Da rechts ist auch noch einer, vier. Ja, wir tun ja. Ist noch schon auf dem Weg. Also Ellie, die macht dieses Tor immer so mit einem kleinen Finger auf und die... Mist, sagt er. Wo ist er denn? Da.
Marco! Das war weg. Nö. Das hätten wir. Yay. Ja, dachte ich mir. Da unten, bei der Tür! Wir haben sie erwischt! Mach sie fertig! Dreckschwein! Schön! Gib mir weg! Ja. Nö, ist klar. Nur klar, von hinten. Und von vorne und von überall. Und auf Wiedersehen. Du kannst ihn nicht von oben kaputt. Nee, nee. Okay. Ah, ich will jetzt mit dem Messer sich einfach fallen lässt, das war. Du spielst nicht Nathan Drake. Ja, ja, stimmt. Ich spiele kleine. Was ist der Kind? Hier ist sie! Da sind ein paar. Ja, hallo! Doch! Ja, komm, was ist das? Schwarze Schatten, wenn die mal schießen, sehe ich die im Endeffekt. Das ist mir gerade echt zu dunkel. Ist trotzdem armselig, da stehen fünf vor dir rum und die brauchen, was weiß ich, wie viel Schuss, um so ein kleines Mädchen da. Nein, ich verbrenne. Nicht brennen. Ja, der hat einen Sprachfehler. Hinter dir. Vor dir. Da war noch vor mehrere unten. Eigentlich. Wo waren da drei Stück oben? Es war nur einer oben, rein zufällig. Ja, vielleicht sind die da erst hingerannt oder so. Da sind sie doch. Hinter dir. Voll ins Gesicht. Interessiert den, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Ohne Mist.
Findest du die Szene auch übertrieben? Nein, ich finde die wunderschön. Hm. Hallo, dein Kopf ist in der Stahl. Ja, genau, geh aus dem Weg, wenn ich schießen will. Vielleicht hat er einen Titankopf. Das klingt natürlich logisch. Was? Keine Muni. Verbandszeug wäre jetzt auch nett. Hä? Ich bin nur in Deckung gewesen. Oh, ja, guck mal, wir haben einen neuen Spawnpunkt. Ja, ja. Vielleicht kann man die Szene gar nicht machen. Man muss hier lang. Oh, hi. Schön, dass du auch da bist. Ich hab dich schon vermisst. Was ist denn da? Nee, da. Woher kennst du den denn? Titankopf. Ach so, auch. Ja. Ach, guck mal. Kennst du die? Hier sind noch viele andere. Ey, jetzt kommen die alle hier drinnen, Clay, oder was? Boah, Leute. Mach doch keinen Scheiß. Wieso sagt das Spiel uns das? Meint das, es wäre zu hart für uns? Das heißt nicht hinterlistig, wir haben das ganz legal dahin geworfen. Ja, ne? Finde ich auch. Also ich weiß nicht, was er von mir will. Können wir mal die Augen aufmachen da. Doch von hier. Komm, wir sind alle oben. Das ist doch von oben. Das finde ich halt so scheiße. Sie hält von zwei Seiten hier. Ich habe Messer gedrückt. Das macht doch das Spiel. Das ist nicht wahnsinnig. Genau. Schieb dir noch fünf Mann hierher. Ich wollte die Gangbang-Party feiern. Weißt du, ganz kleines, süßes Mädchen und erstmal so fünf Leute verprügeln die. Das ist halt das, was ich meine. Ist da drüben? Stimmt gar nicht. Schrank verstecken vielleicht. Haben die nicht gerade noch geschrien, Infizierte? Haben die jetzt keine anderen Probleme, als so ein kleines Mädchen da zu verfolgen?
Klicker, oder? Na, der will mit den anderen spielen. Ich glaube, die Klicker unten machen das auch für dich. Hört sich fast so an. Ente, 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 Ente. Oh, der hat aber echt zu viel Kaffee heute Morgen, hä? Nicht so, ich bin mir gerade nicht so sicher, dass die das machen. Hm. Ja, die wollten dich jetzt nicht ausschließen. Ist doch eigentlich ganz nett. Na, guck mal, jetzt bist du schon hier oben. Wir machen echt Fortschritte. Wir spielen ja auch erst seit... Oh! Hi! Compadre! Schön, dass du da bist. Ich renne hier einfach mal... Weg! Weg! Bin jetzt hier. Wunderschön. Hier oben ist... natürlich kein Safe. Na, ich dachte echt, weil da ein neuer Speicherpunkt ist, dass man da her muss. War mir jetzt fast sicher. Das ist scheiße. Jetzt ist scheiße gewesen. Oder nochmal Nahkampf. Das habe ich ja gerade auch gesucht. Vorhin mal irgendwann. Ich glaube, du kannst das nur machen, wenn wirklich Messer oder so angezeigt wird. Sonst kannst du dem gar nicht in die Fresse hauen. Hey, lass mich weg. Oh, lass die dich immer kriegen. Jetzt kommt kein Messer oder was? Ich raste nach Hause. Dass der gerade ausreichen. Ja genau, einer reicht ja nicht. Nimm mal halt zwei. Echt, Leute. Das ist immer noch treiben Mist. Woher weiß der, wo du bist? Der weiß instant, wo ich bin. Echt, komm. Immer Zombies. Ja. Der ist auch durchs Feuer gerannt. Ah. Jetzt hat er es auch gemerkt. Ja, hat ein bisschen gebraucht. Denk nicht mal dran, mich zu überraschen. Ja, genau. Schrei noch rum. Wie doof bist denn du, Mädel? Boah, Kind. So, jetzt sind wir schon mal an dem Punkt. Ach, Leute, wissen wir immer noch nicht, wie es geht. Ah, doch, einfach R2 drücken ohne alles. Mhm. Aber es sieht jetzt ruhiger aus, obwohl das dachte ich schon so oft.
Die hat gleich so eine Sicht gehabt. So eine Sicht oder so. Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte, er hat R2 oder R1, aber. R1 war es, hä? Ja. Sieht fast sauber aus. Servo-Kenner. Meinst du echt, wir haben es geschafft? Ich schleich trotzdem mal. Ist nicht sicher. Hey. Die Klicker haben mehr dabei als die Soldaten. Ah, wunderschön. Ich mag die Klicker. Krass, jetzt wo wahrscheinlich keiner mehr da ist. Da finden sie Muni ohne Ende. Genau. Jetzt brauche ich es ja. Ich bin jetzt gleich in den Kopf schießt, wenn ich die Schnauze voll habe. Wir mussten doch hier rein, ne? Ja, ja, ja. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Jetzt ab. Ach du Heilige. Okay, warte. Ja, steckt den anderen rein. Wir gehen von hier rein. Ja, wir sind ja schon da. Muss ja noch ein bisschen höher hier, Mädel. Auf einmal ist die Kraft. Ja, ja, wir kommen. Ja, ja, machen wir mal. Joggen ein bisschen. Oder auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mal wehren in der Szene. Was ist denn das für ein Rotz? Guck mal, die rennt vor, lockt die alle an, ja, die blöde Kuh. Und ich, ja, ich muss ja lang kriechen. Schieß doch, du hast eine Waffe. Oh, nee. Kopf ins Maul, du. Davon nicht ausstrahlen. Warum? Gewalt gegen Farbige. So, lauf, lauf, lauf. Guck dann, ist doof. Sich immer erst umgucken muss, bevor die losrennt. Ja. So, Exit, wo denn? Ja, komm, geh hier lang. Du bist überall Ausgänge. Und du kommst wieder in den nächsten Raum. Ja, genau. Die hätte mir doch helfen können, war schon lange gegangen. Nein, die guckt erst. Die hat ja gesagt, lauf weiter, mir ist, geht's gut. Alles okay. Hier, ja, kannst du hochziehen. Das Gespräch könnte man sich doch einfach sparen. Na, klettert. Oh. Du sollst in den Kopf schießen, nicht in den Kiefer. Wow. Lebt trotzdem weiter. Aber
Aber wie leicht die Ellie da mit dem Messer durchkommt. Ja, das muss ein sehr scharfes Messer sein. Ellie. Ellie, dein Arm. Ist nix, so eine Fleischwunde. Nein. Wisch das ab. Erfolgreicher letzter Partytag. Ich glaube, jetzt geht keiner mehr irgendwo hin. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Bleib ganz ruhig. Ja. Erstmal schönes Zungenpiercing jetzt. Davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Was machen wir jetzt nur? Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins: Wir machen es uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer 1. 2. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob 2 Minuten oder 2 Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Sehr romantisch. Und ja. Und Nummer 3? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Usa. Ja, das war ein gelungener Abschluss. Ja. Schöne Vorgeschichte, also haben sie einen schönen Teil noch so als DLC rausgehauen. Obwohl ich sagen muss, dass jetzt die Endszene, also da war ja wohl, ne? Ja, das war wieder getrieben. Komm, hier noch ein paar Klicker, hier noch ein paar von den Deppen, noch ein paar von den Deppen. Och, ich vergesse, wie viel es war. Komm, wir machen das Ganze mal 2. Ich glaube aber tatsächlich, wir haben es so oft in sämtlichen Varianten versucht, dass du echt diesen Weg gehen musstest. Also, dass du da gar nicht... Losrennen. Ja, dass du gar nicht die alle abmurksen konntest, weil hinterher waren ja jetzt so viele, waren es ja jetzt gar nicht mehr. Und die Klicker unten haben ja dann die Bösen auch noch mit da platt gemacht. Also, ich gehe schon davon aus, dass man irgendwie den Weg dadurch, weil es ja jetzt auch an verschiedenen Stellen gespeichert hat. Ja, in dem Haus drin, was wir vorher nicht getestet haben, sind wir ja mal hochgerannt eigentlich. Ja. Ja, man kann ja nicht alles wissen. Dafür ist es ja blind. Ja. Ich bin auch total blind. Ja.
Ich fand's trotzdem zu viel. Ich fand's auch zu viel, also... Ich fand das jetzt schön, also dass man sowas hatte. Aber ich fand jetzt auch viel zu viel. Es war viel zu übertrieben. Ja, ich bin, ja mal gespannt, ey, wie dann der zweite Teil wird. Oh ja, darauf bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn das da genauso ist. Zwei Stunden gar nichts und dann 700 Mann. Kommst du mit deiner One-Man-Armee hier rein und musst alles kaputt machen. Das ist halt, das finde ich halt auch in vielen Spielen halt, das ist ja vielen Spielen so, dass du wirklich stundenlang rumrennst, nichts ist, dann ploppst du irgendwo, rutscht in den Abhang runter, bist in da so einem Kreisel drin auf gut Deutsch und dann kommen 7000 Mann da angerannt und du musst die alle platt machen. Mhm. Weißt du, dann hast du ja wieder Spiele, wo das schön ausgeglichen ist, wo du immer so peu à peu deine Gruppen hast, die dann Wachstationen oder sonst irgendwelche Scheiße sind. Finde ich dann bald besser als wie sowas hier. Ja, so, das war... Das DLC sind wir auch nur doof rumgerannt, da kam hier und da mal einer und dann jetzt... Ja, das DLC war ja jetzt doch mehr so auf Vorgeschichte und was ist passiert. Hm. Das ist das Zwischending von nachdem er ja darunter geklatscht ist. Ja, genau, dann, genau. Da hast du ja im Hauptspiel hast du ja dann eine Cutscene quasi drin gehabt, da fliegt er runter und die... Ja. Ja, aber es war ja jetzt trotzdem auch die Vorgeschichte vor der Vorgeschichte. Hm. Also mit ihrer Freundin, ja, die da... Ja, mit der Freundin, dass wie sie gebissen wurde und alles. Ja. Ich meine, wir wissen ja, dass sie jetzt immun ist, nachdem sie gebissen wurde. Und wir wissen ja, dass die Freundin gestorben ist. Ja, hat zugeschaut, wie sie gestorben ist. Ja gut, sie haben ja jetzt die Wahl 2, die wollten ja zusammen romantischerweise wahnsinnig werden. Ja, es passiert öfter, als man denkt. Schrecklich. Ja, doch. Doch, aber war schön. Spielenswert. Ja. Spielenswert ist es definitiv. Ja. Aber also hat das ja auch... Es gibt ja wirklich kein Spiel, wo du nichts zu meckern hast. Man meckert ja auch immer auf sehr hohem Niveau. Manche mögen das vielleicht, die mögen halt dann diese Abballer-Szenen. Aber für mich ist halt immer, wenn ich ein Story-Game spiele, und das sind ja solche Art Story-Games, dann muss man da nicht unbedingt so ein Gemetzel und Arena-Kämpfe mit reinbauen. Und wir spielen auf normal, ne? Also ganz nebenbei, wir spielen noch auf normal. Ich teste das nochmal offline. Auf Hardcore. Mega ultra super schwer. Das teste ich nochmal. Ich muss mal gucken, wie das dann abgeht. Wir möchten aber gerne dann Fotos vorher, nachher Wohnung. Ja, ich stelle mir das halt. Ich weiß es halt nicht, wie das sein wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, die haben ja jetzt schon relativ viel ausgehalten. Also wenn du nicht wirklich exakt in die Birne getroffen hast. Ja. Dann sind die einfach weitergerannt. Also, ich kenne keinen Kerl, den du hier Eier planierst und der läuft gemütlich weiter. Ich habe jetzt noch nicht so vielen Menschen in die Eier getreten, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass die dann nicht einfach so, ach ja. Aber vor allem, wenn du mit dem Pfeil reinschießt oder mit der Kanone reinschießt. Ja, habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht unbedingt angenehm ist. Ja, deswegen. Und dass man danach nicht noch einen Marathon läuft, also. Das ist das, was ich wieder meine. Die haben nichts an, aber die haben ja so ein paar blöde Cappies auf, die haben ja so ein paar stinkende Jacken an und das war's. Also wenn sie die wenigstens so aussehen lassen würden, als wenn die irgendwie vollgepanzert wären, dass da irgendwelche Schutzkleidung an hätten oder so, dann würde ich es dann noch nachvollziehen. Aber nicht hier in ihrer Freizeitskleidung. Sonntagsklamotten, Parker. Ja, so ungefähr kannst du dir vorstellen. Ich sag mal, selbst wenn die hier in Badehose auftreten würden, könntest du fünfmal draufschießen, nichts würde passieren. Ich hab die war jetzt auf die Rambo geguckt, bestimmt. Das stimmt. War Terminator oder so. Naja, aber nichtsdestotrotz, es hat trotzdem Spaß gemacht. War schön, dass die jetzt hier, war schön, dass wir es nochmal gespielt haben. Ja, und ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns dann
in dem zweiten Teil wieder oder in einem anderen Let's Play wieder. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ja. Total. Ja, total. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich sag mal tschüss, genau. Genau, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.